Moin moin Leute, ich bin Marlon und heute geht mir richtig das Spielerherz auf, denn wir machen heute dies hier auf. Das ist was ganz Besonderes und was das genau ist, erfahrt ihr jetzt im Video. Da ist das gute Stück, vorne drauf. Ganz groß einmal Ellie mit dem Schriftzug The Last of Us Part 2 Collectors Edition. Hinten, ups, haben wir einmal einen kleinen Überblick, was da alles drin ist in dem Karton. Und da würde ich mal sagen, schauen wir doch mal rein. So, jetzt haben wir einmal alles ausgepackt und was hier drin ist, das verrate ich euch später. Das kommt einmal weg vom Tisch. Widmen wir uns erstmal den kleinen Sachen. So, hier haben wir einmal alles ausgebreitet. Wir haben hier ein Artbook, die Steelbox, ein Anhänger. Da schauen wir gleich mal rein, was das ist. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Und ein paar Pins. Widmen wir uns aber zum allerersten Mal dem Artbook. Hier haben wir das Artbook von The Last of Us Part 2 der Collector's Edition. Schauen wir doch mal rein, was wir da so alles drinne finden. So, und das war es dann auch schon mit dem Artbook. Das ist ein kleines, aber wirklich sehr, sehr schönes Artbook. Schöne ausgewählte Szenarien, nochmal schön detailliert aufgezeichnet. Kommen wir zum nächsten. Der Steelbox. Wie gehabt, schöne Haptik, schöner Look, toller Metallic-Effekt. Schauen wir mal auf die Rückseite. Aha, wenn wir das aufklappen, sehen wir wahrscheinlich die Hauptfiguren. Ellie und... Wir wissen es noch nicht. Schauen wir mal rein. Zwei Blu-rays. Und damit, Freunde, fängt der Spaß an. So, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes haben wir hier einmal, na, das sieht mir nach einem Armband aus. Holen wir es mal raus. Das ist Ellies Armband, so wie ich das jetzt hier so feststellen kann. Upsala. Ja, das ist Ellies Armband mit einem schönen Anhänger. Auch schönes Gimmick, finde ich echt super nice. Ich würde es, glaube ich, aber jetzt nicht so privat tragen. So, dann kommen wir zu der mysteriösen kleinen Schuberbox. Es steht nur so Last of Us Part 2 drauf. Schauen wir doch mal rein, was wir denn da drin finden. Ups. Ah, da fehlt noch was. Aha, okay. Hier sehen wir ein paar Stickers. Ich schätze, das sind so obligatorische The Last of Us Stickers. Ja. Und Naughty Dog. Und hier ein sehr schöner Art Sticker. Kann man sich gerne irgendwo aufs MacBook kleben. So, und hier schauen wir mal rein, was wir hier drin haben. Aha, ist das eine, hast du mal eine Karte? Die Szenerie haben wir, glaube ich, schon im Artbook gesehen. Und hier haben wir nochmal einen kleinen Dank von dem Director von The Last of Us. Sehr nette Idee. Und dann kommen wir schon zu den Pins. Sehr nette Idee. Schöne Pins hier mit dieser Motte, einem Wolf, dem Firefly-Emblem mit einem Stoppschild, obligatorischen Naughty Dog und The Last of Us
und dem Dolch. Und dann kommen wir schon zu der mysteriösen Box. Was da drin ist, ich weiß es selber noch nicht. Ich habe schon ein bisschen gesehen. Man sieht hier ein bisschen, ja, dunklen Wald. Ein bisschen Stimmung. Hier sieht man nochmal das Last of Us Logo. Und dann würde ich sagen, Freunde, schauen wir doch mal rein. Tada, wahrscheinlich noch nicht viel. Plastik. Anscheinend etwas Zerbrechliches. Oh mein Gott. Oh, Freunde. Ah, das ist ja der absolute Hammer. Ich hol's mal raus. Ich versuche vorsichtig, nicht kaputt machen. Das geht gar nicht so einfach. Ups. So, da haben wir es. Ja, das ist also unser Inhalt der mysteriösen Box. Eine wunderschöne Figur von Ellie, eine doch recht große, ich würde sagen fast 30 cm hohe Figur. Wie sie Gitarre spielt, man erkennt hier schön ihre Waffe und ihre Pfeile, die hier draus gucken, mit noch einer kleinen Plastik. Abdeckung, damit sie nicht abbrechen. Und Freunde, wow, was für Details. Super schön gearbeitet. Vorne nochmal so Last of Us 2 drauf. Für rund 280 Euro könnt ihr diese Collector's Edition erwerben. Ihr bekommt natürlich diese wunderschöne Figur, diese tollen Artbooks, Steelbooks und kleinen Gimmicks. Aber ob ihr dafür so viel Geld ausgeben würdet, das schreibt doch ganz gerne in die Kommentare. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.